Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Edge-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich bei Edge einen Screenshot für eine ganze Seite machen kann. Eigentlich ganz einfach, wird aber doch recht häufig gesucht. Und ich habe dafür mal eine Seite vorbereitet, nämlich meine eigene. Die ist ein bisschen länger und da können wir sehen, dass nicht nur der obere Bereich, sondern die gesamte Seite als Screenshot gespeichert wird. Wie machen wir das also? Im Gegensatz zu Chrome muss ich bei Edge gar keine anderen Programme installieren, denn hier gibt es eine eigene Funktion, so wie Firefox das auch hat. Dafür müssen wir einfach oben rechts auf die drei Punkte gehen und finden hier bereits den Punkt Webaufnahme. Hier sehen wir auch die Tastenkombination dafür, Steuerung Umschalt S, ist so ein bisschen wie Windows Umschalt S, was ja quasi das Snipping-Tool ist, das ist aber das für das Edge-interne Feature. Klicken wir das an, sehen wir zwei Möglichkeiten, ich kann hier nämlich einen Aufzeichnungsbereich jetzt festlegen und ziehen oder ich kann einen Screenshot von der gesamten Seite machen. Klicken wir das an, wird die gesamte Seite erfasst und hier haben wir direkt auch das ja als Screenshot gespeichert und wir können damit arbeiten. Ich kann jetzt reinzeichnen, ich kann es aber auch einfach abspeichern und dann sehen wir, dass das hier direkt in einen Ordner reingelegt wird. Das ist bei mir jetzt der Downloads-Ordner und wenn ich da jetzt nochmal draufklicke, dann wird mir das hier als Screenshot so dargestellt. Von daher ganz, ganz einfach, wenn man weiß, wie es funktioniert, aber das ist eben immer der Punkt, man muss es eben wissen, um zu wissen, dass die Funktion überhaupt da ist. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Chavo. Ciao.